herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und wie versprochen und schon in meinen anderen Videos angekündigt, mache ich jetzt noch einen dritten Teil über meine Ausbildung zur Erzieherin. Und zwar habe ich ja jetzt meinen schulischen Teil abgeschlossen. Und natürlich möchte ich euch noch erzählen, wie das letzte Jahr für mich war, meine Höhen und meine Tiefen. Und was natürlich auch auf euch zukommt, falls ihr euch für eine Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin entscheidet. Natürlich spreche ich nur von meinen Erfahrungen aus Baden-Württemberg, weil ich komme ja aus Baden-Württemberg. Ich gehe in Baden-Württemberg auf die Schule. Und deshalb kann ich auch nicht bundeslandübergreifend sprechen, weil es ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Kann natürlich auch von Schule zu Schule unterschiedlich sein. Aber ich erzähle euch einfach mal jetzt, wie es für mich war. Also das erste halbe Jahr war mega stressig, beziehungsweise das ganze Jahr war eigentlich stressig. Aber die erste Hälfte war schon stressig genug, weil wir hatten echt mega viele Klassenarbeiten. Und dann kam ja ab Oktober die Facharbeit hinzu. Das heißt, wir mussten uns ein Thema raussuchen in spezifischen Fächern. Das ging dann nur, also bei uns heißt es ja BEF 1, BEF 2, UVL und das war's auch schon. Ja, das war's auch schon, genau. Und BEF 1 ist Sprache, Spiel und Naturwissenschaft oder Natur allgemein. Dann BEF 2 ist Bewegung, UGES, das ist so Bio, also wie Biounterricht früher in der Schule immer. Dann Musik und BKW, also bildende Kunst, genau. Und aus diesen Fächern und, ach ja, das UVL ist noch so, da hat man viel mit so Gender, Mainstreaming und auch Behinderungen und so weiter zu tun. Genau, und Krankheiten, das gehört da dazu. Und aus diesen Fächern mussten wir uns Themen überlegen, beziehungsweise zwei mussten wir angeben, in einem Fach ein Thema und eins im anderen Fach, eins, was uns halt interessiert, mit dem wir uns auch selber auseinandersetzen möchten die nächsten Wochen. Wir mussten uns ja auch einlesen und es muss wirklich ein Thema sein, wo euch auch wirklich interessiert, damit ihr auch Spaß dran habt danach. Genau. Und ich kann ja sagen, ich habe mich für zum einen für Diabetes entschieden im Kindergarten, also Diabetes Typ 1 in UGES. Und mein anderes Thema war ein UVL Autismus. Genau. Und die Themen mussten wir dann einfach abgeben. Und dann ging es eine Weile und irgendwann haben wir dann Bescheid bekommen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann Bescheid bekommen haben, in welchem Fach wir jetzt eingeteilt sind, waren dann, ich glaube, wie viele Wochen waren das? Waren das 16 Wochen? Hatten wir dann, glaube ich, Zeit, um die Facharbeit zu machen. Das hat dann angefangen, quasi hätte man dann in den Weihnachtsferien das machen können und ab im März mussten wir es abgeben. Gleich Anfang März, so war das. Und ich habe dann ja in Diabetes meine Facharbeit, in UGES meine Facharbeit geschrieben mit dem Thema Diabetes. Das ist einfach ein Thema, was mich ganz arg interessiert hat und ich war auch mega froh, dass ich in diesem Fach eingeteilt wurde. Ja, und ich habe ziemlich spät angefangen, muss ich sagen, weil wir viel Klassenarbeiten davor hatten und ich wollte mich erstmal auf die Klassenarbeiten konzentrieren. Und dann hatten wir ja eine Woche Faschingsferien. Genau, das waren die Faschingsferien. Und diese eine Woche habe ich wirklich richtig durchgezogen, habe mich hingehockt und habe Bücher gelesen, weil es war so, wir mussten halt 3 bis 4 Bücher auf jeden Fall lesen und auch in die Facharbeit mit reinbringen. Also wir durften nicht nur aus dem Internet Sachen rausholen, wir durften auch, aber hauptsächlich war der Schwerpunkt auf Literatur als auf Bücher. Und da habe ich mir richtig viele Bücher von der Bücherei ausgeliehen, habe mich schlau gelesen und dann habe ich halt angefangen, mir eine Struktur zu machen und zu überlegen, worauf möchte ich hinaus, was soll alles in die Facharbeit rein und dann habe ich einfach drauf losgeschrieben. Und es ging eigentlich relativ gut. Ich sage ja, ich habe mich mega für das Thema interessiert und daher ist es auch wirklich gelaufen. Und dann war ich auch nach den Ferien fertig und im März war dann die Abgabe und ich weiß noch, an dem Wochenende vor der Abgabe habe ich noch mega den Stress gemacht, weil ich es dann nochmal mit meinem Freund zusammen durchgelesen habe. Der hat natürlich auch mir noch Verbesserungsvorschläge gegeben. Ist ja klar, dass man es auch von verschiedenen Leuten durchlesen lässt, weil man sieht ja selber oft gar nicht mehr die Fehler, weil es dann so viel selber geschrieben ist. Genau, und dann hatten sie im März abgegeben. Und ich habe dann erst Ende Juni Bescheid bekommen, was ich überhaupt für eine Note habe. Also war das die ganze Zeit so. Ist dann auch irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und zu dieser Facharbeit gab es dann jetzt im Juli noch, also es war jetzt vor 2 Wochen, gab es noch die Präsentationsprüfung, beziehungsweise musste man halt einfach noch präsentieren. Aber nicht die Facharbeit an sich, sondern einen Teil, den man einfach nicht so gut beleuchtet hat in der Facharbeit. Und dann hat man einfach eine PowerPoint dazu machen müssen und das dann vor 3 Lehrern, eine Protokollantin, einen Prüfer und einen Vorsitz. Der Prüfer war auch deine betreuende Lehrkraft, bei der du dir natürlich davor auch in der Zeit, wo du die geschrieben hast, Tipps holen konntest. Beziehungsweise nicht Tipps, sondern einfach, wenn du halt was gebraucht hast, dann Hilfestellungen. Auch wenn du nicht wusstest, welche Literatur, hat sie dir halt Tipps geben können. Genau.
Und das war eigentlich ganz gut, es ist gut gelaufen und 10 Minuten war dann die Präsentation lang und dann gab es noch 10 Minuten ein Fachgespräch mit Fragen zur Präsentation und dann nochmal Fragen zur Facharbeit. Ich hätte es natürlich lieber oder besser gefunden, wenn die Präsentation direkt im Anschluss an die Abgabe gewesen wäre, weil einfach das Ganze nicht so in Vergessenheit geraten wäre und man einfach noch aktuell an der ganzen Sache dran gewesen wäre. Aber so war es jetzt auch nicht schlimm, es hat alles gut geklappt. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Genau. Dann waren ja, also im Oktober war dann eine Woche Blockpraktikum. Und sonst hatte ich ja immer donnerstags meinen Praxistag. Diesmal war es donnerstags. Immer einmal die Woche. Wie eigentlich auch die anderen Jahre. Genau. Und dann war im März, hatten wir nur eine Woche Schule. Und der Rest war Praktikum. Also auch wieder 3 Wochen Praktikum. Und dann kam ja die Osterferien. Und die Osterferien waren eigentlich schon dazu da, zu lernen für die Prüfung, weil die Prüfung war ja im Mai dann. Und das Problem war, es gab Klassenarbeiten noch komplett den April bis kurz vor den Prüfungen einfach. Die haben keinen Stopp gemacht und haben gesagt, okay, ihr habt jetzt Zeit, nur auf die Prüfung zu lernen. Nein, wir mussten auf die Prüfung lernen, auf die Prüfung, genau, und parallel noch auf die Klassenarbeiten. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe wirklich mich am Anfang nur noch auf die Klassenarbeiten konzentriert, weil ich mir gedacht habe, die möchte ich ja auch gut haben, weil es wird ja bei den Erziehern, beziehungsweise bei meiner Schule ist es so, dass es verrechnet wird. Das heißt, wir durften uns aussuchen, in welchem Fach wir überhaupt die Prüfung schreiben und es war nur eine schriftliche Prüfung zu absolvieren. Das heißt, entweder in EBG, das ist das eine Hauptfach, oder im BHF. Ich selber habe mich für EBG entschieden. Es war im Endeffekt egal. Ich stand bei beiden Fächern auf derselben Note. Also war es total Wayne, in welches Fach ich jetzt gehe. Und deshalb habe ich mich einfach für das Fach entschieden, wo mir einfach besser liegt, wo ich die Themen mehr mag, wo es einfach für mich auch viel organisierter vorkam, das Ganze. Weil man hat ja auch verschiedene Lehrer. Genau, dann war eben die Prüfung. Da hatten wir davor noch, an einem Samstag hatten wir noch so Prüfungsvorbereitung. Ja, und ansonsten hat man halt sich das Ganze selber zusammengestellt. Die Fächer heißen ja bei uns Handlungsfelder und die einzelnen Themen Lernfelder. Und das wird dann immer so eingegrenzt. Natürlich wurde es eingegrenzt, dass man gesagt hat, zum Beispiel, das Lernfeld, das kommt gar nicht dran. Und dann wussten wir, okay, dann muss man das zumindest nicht lernen. Aber es war noch genug zu lernen. Ich glaube, es waren 6, 7 Lernfelder, die auf jeden Fall noch zu lernen waren. Also es war schon ein Haufen. Und ich habe halt dann richtig durchgepowert dann im Mai bis zu der Prüfung. Ich hatte dann, glaube ich, so 2 Wochen habe ich wirklich richtig intensiv für die Prüfung gelernt. Und es hat dann auch alles gut geklappt. Wir hatten dann die Prüfung und danach waren ja zum Glück gleich die Pfingstferien. Es war aber nicht so, dass man dann nach den Pfingstferien gesagt hat, okay, ich chill jetzt und mache gar nichts mehr. Nein, auch nach den Pfingstferien, also noch im Juni, hatten wir Klassenarbeiten. Und das noch wirklich bis zum Schluss. Am 29. Juni war dann der letzte Schultag. Da haben wir dann unsere Noten für die Facharbeit bekommen, wie vorhin schon gesagt. Dann die Noten von der schriftlichen Prüfung und es wurde uns die Einteilung für das mündliche Prüfungsfach gesagt. Und zwar mussten wir in ein mündliches Prüfungsfach. Und das war eigentlich das, wo man so auf Komma 5 stand. Zumindest bei den meisten war das einfach so. Und man konnte dann selber noch auswählen, wenn man zum Beispiel irgendwo nochmal auf Komma 5 stand und gesagt hat, nee, ich möchte unbedingt die bessere Note haben. Oder man hat zum Beispiel nicht so eine gute Note bei der schriftlichen Prüfung geschrieben. Dann konnte man sagen, okay, ich möchte nochmal in das Mündliche gehen. Genau. Habe ich aber nicht gemacht, weil bei mir war alles soweit klar. Ich stand überall eigentlich ziemlich auf einer ganzen Note und deshalb musste ich nur in ein mündliches Prüfungsfach. Und genau das wurde, also das, wo mir halt zugeteilt wurde. Dann hatten wir eine Woche Zeit im Juli, uns einfach komplett auf diese mündliche Prüfung vorzubereiten, auf die Präsentation. Und das war auch gut so. Ich habe in der Woche einfach nur für die Präsentation viel gemacht. Und ja, dann war die Präsentation und jetzt die letzte Schulwoche dann, war dann noch die mündliche Prüfung und da wurden wir auch, also es ist ja auch so ein Handlungsfeld und das Handlungsfeld bestand aus 3 Lernfeldern. Bei mir war es zum Beispiel BEF1 und es besteht ja aus, wie vorhin schon gesagt, aus Sprache, Spiel und Natur und ich wurde zum Beispiel in Sprache und Spiel geprüft. Sprache war der Hauptprüfer, also Sprache war der große Teil und Spiel kam halt noch so Zusatzfragen dazu. Genau. Aber das ging auch klar. Ich meine, wenn man sich gut vorbereitet und wirklich weiß, um was es geht, dann bekommt man auch das gut hin. Ja, und dann war es eigentlich schon alles geschafft. Dann war nur noch Bücherabgabe und dann noch ein Abschlussfest zum Schluss, eine Abschlussfeier, wo man dann mit den Eltern oder mit den Liebsten oder mit Geschwistern oder Freunden hinkommen konnte. Und dann hat man einfach die Zeugnisse feierlich übergeben bekommen. Ja, und so war das letzte Jahr. Und ich muss sagen, es war wirklich stressig. Es hat mir einiges abverlangt. Es war... Also die letzte Zeit war krass für mich. Ich konnte irgendwann echt nicht mehr. Da war echt so ein Punkt gekommen, wo man keinen Bock mehr hatte. Und das war halt auch schon wirklich nach der schriftlichen Prüfung dann im Juni so, dass man einfach gesagt hat, boah, die Klassenarbeiten, die müssen jetzt echt nicht sein. Das war dann noch so richtig, ja, mein Gott, jetzt noch lernen und
Ja, aber auch das habe ich hinbekommen und das bekommt jeder hin. Und ich sage ja, man muss sich nur ransetzen und es auch wirklich wollen und dann schafft man das. Und jetzt hat man es geschafft und da ist man einfach nur so stolz auf sich. Genau, und als nächstes kommt das Anerkennungsjahr, also das letzte Jahr, und dann gibt es endlich Cash. Money, money, money. Ich bin so froh, endlich gibt's Geld. Nach 3 Jahren wird es echt jetzt Zeit. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt. Wir haben noch nicht so viel Informationen darüber bekommen, aber natürlich werde ich euch auch in diesem Jahr auf dem Laufenden halten, was da alles so auf einen zukommt, damit ihr natürlich auch Bescheid wisst darüber. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel gelabert und nicht so schnell gelabert, aber ich hatte so viel zu sagen, so viele Informationen, die wollte ich jetzt alle in das Video einfach reinpacken. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir auch gerne Fragen oder Anregungen unten in die Kommentare, falls ihr noch was wissen wollt, dann haut raus und dann schaltet auf jeden Fall am Sonntag um 12 Uhr ein, das Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dann, sage ich tschüss.